So, was haben wir denn für weitere Sehenswürdigkeiten oder so in der Gegend und essen vielleicht noch mal ein bisschen was? Obwohl, wir haben gerade mal einen schwachen grünen Rand hier. Ah, warum? Oh ne, die essen alle. Ah, okay. Die sind aber gierig. Kommt, den trinkt auch nochmal alle Freunde. Aha. Genug gesoffen, Freunde. Reicht jetzt. Ja, dieses... Aha, Honig. Ist im Gedächtnis geblieben. Das ist schon mal schön. Gut, das ist all das Gebüsch. Strüps. Da wissen wir immer noch nicht. Noch entdecken. Dschungel. Versteckter Wasserfall. Oase. Hübsch. What? Okay. Jetzt gehen wir auf Tour, ja, oder wie? Ich wollte mir eigentlich gerade gleich hinlegen, und ich meine, ich wollte nur ein bisschen was gucken und dann hinlegen, damit wir neue Fähigkeiten bekommen. Mann, oh Mann. Jetzt aber erstmal hier Action im Affenstall. So weit weg scheint das aber auch gar nicht zu sein. Meister auf der was? Dschungelforscher. Der versteckte Wasserfall, Oase Dschungel entdeckt, abgeschlossen, bla 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 bla. Gut. Da drüben müssten wir hin. Wir haben aber schon relativ spät. Wo ist das denn überhaupt? Wo sind wir denn gerade hier? Ah, direkt über unserem Shelter. Ach, guck mal. Ach. Okay. Plutominid. Mhm. Ja, kleiner Trauerruf. Da würde ich gerne mal hin. Und die Eier sind bestimmt auch lecker, lecker. Aber scheint fast so, als würde das Spiel uns mitteilen wollen, hey, geh mal da drüben hin und schau mal. Ja. Okay. Nein! Boah, das war knapp. Erstmal auf dem Bäumchen bleiben. Unterschlupf, okay. Irgendwas auf dem Weg dahin zu entdecken? Ja, das gelbe Ding da. Prägen wir uns das mal kurz ein. Ja gut, hier waren ja eigentlich unsere Angelstellen. Ne? Warum sind die nicht mehr da? Wir haben halt schlechtes Gedächtnis. Hier weg. Ich höre da schon wieder was.
Da ist die Markierung und wo ist der Rauch? Butterzweig und wir haben noch keine Verwendung dafür. Das wollte ich mir mal angucken. Achso, wir haben den noch in der Hand. Okay, komm, erst mal den noch schnell weg. So, inspizieren. Kein Geistesblitz, nix. Okay, dann lassen wir den mal hinfallen. Wir können den im Moment nicht gebrauchen. Keine Rauchsäule mehr, ne? Doch, da. Also etwas neben dem, okay. Kommen wir hier irgendwie rüber. Wieder ein toter Zweig, okay. Erstmal alles identifizieren. Oh, wir sind sogar fast dran hier, oder? Na, es sieht nur so aus. So ein anhebbarer Stein. Für den Baum da vorne entscheiden. Wenn das mal keine Klapperschlange ist, da rechts neben uns, hoffe ich einfach mal, dass wir auch noch zu dem Baum kommen. Wieder so ein aufhebbarer Stein, ziemlich cool. Da unten ist schon unser Feuer. Sieht aus wie so ein Feuerplatz, aber ich glaube, zu der Zeit haben wir Feuer noch gar nicht machen können. Ja, Schrei. Das sind die Pflanzen, toter Ast. Das hier ist doch ein Nest von einer Schlange oder so, oder von einem Komodowaran oder so, wisst ihr? So Erdnester. Ach Quatsch. Oh.
neue Nahrung entdeckt. Schlangenei, sag ich doch. Fuck, komm, das Essen mal schnell. Und weg hier. Und das heißt aber auch, hier ist irgendwo eine Schlange, ne? Warum haben wir jetzt Nebel? Weil wir entdeckt worden sind von irgendeinem Tier. Ja gut, Angst vor dem Unbekannten, okay. Da müssen wir mal durch, aber ich habe gerade so gehört. Ach so, das ist die Angst vor dem Unbekannten. Dopamin wird benötigt, um Hysterie zu vermeiden, wenn du Angst hast. Oh, guck mal da unten. Ist der echt? Der ist echt. Dopamin. Wo haben wir denn Dopamin drin? Nüsse. Was ist das für ein Licht? Müssen wir da hin, wenn es uns jetzt kacke geht, oder wie? Gegen Ängste geht man am besten an. Also. Macht Dancing. Aber unsere Sinne sind so verwirrt anscheinend. Ist im Moment gar nichts machen können. Wir müssen anscheinend echt zu diesem Licht da. Erstmal weit genug weg. Ich verstehe. Das ist denn quasi so wie eine Panikattacke. Da unten bei dem Shelter war das doch, ne? Och, weil wir zurückgehen, ist wieder alles over. Aber blöd. Naja, machen wir mal einen Jump. Fuck. Und jetzt haben wir auch schon 22 Uhr. Dann machen wir eine kleine Runde. Also hier sind wir gerade mal vor allem sowas gefeit, ja. Aber nicht gegen Baumschlangen. Ich hoffe mal, hier gibt es keine. Ich hoffe mal, die entwickeln sich erst in den nächsten Millionen Jahren. Tägliches Regimeüberblick. Okay. So, trotzdem müssen wir da unten hin. Das ist mal das Schlangennest. Ein bisschen Frühstück wäre eigentlich cool. Wow. Ja gut, hier wird es jetzt ein bisschen kritisch, aber eigentlich nur, weil... Oh! Was ein Glück, dass wir kein Schwein sind. Aber das heißt, da unten ist dann Schweinerei, ja? Jetzt habe ich aber ein bisschen Bammel. Python. Hier war doch gerade noch Frühstück. Ach, wir haben was Neues entdeckt. Lustiger Beherrschender, was? Ach, lustiger Beherrschender, okay, aber das können wir essen hier. Cut! Damit wären wir doch fitter. Das ist doch das Zeug, dass die da kauen, oder?
Da ist das Rauch, der Rauch. Oh, da ist aber auch der Python. Oder das Python oder wie auch immer. Oh, da hat jemand Hunger. Der ist direkt da unten. Ah, wie ein Schwein, ey. Ja, was ist denn jetzt mit der Python? Hat die da ein Verdauungsschläfchen oder was? Und da ist das Ding, das ich eigentlich untersuchen möchte. Da ist die Wildsau. Warum wird die mir nicht angezeigt? Oder er da unten? Okay. Okay. Das lernen wir also durch Beobachtung. Schön. Oh, Wildsau tot. Listiger Beherrscher des was? Macherin, du was? Dazu veranlasst das Riesenmatz den Schwanz zu töten, okay. Basalt. Oder da ist doch ein. Man liegt doch das Schwein. Nett, dass dann nochmal so eine Bremse kam, so von wegen, hey alter Mann, schau mal, oh kacke, wir haben eine Blutung. Wir haben eine Blutung. Ja, da werden wir bestimmt auch irgendwas essen oder reiben müssen, aber das kennen wir noch nicht, also muss ich noch ein paar Pflanzen inspizieren. In der Hand zum Essen. Okay. Jetzt haben wir das aufgenommen. Inspizieren. Neues Werkzeug entdeckt. Kapokfaser. Anwendung. Anwenden. Was ist das? Okay. Was führt zum Einreiben und Wohlfühlen oder so? Blutung. Wie geil. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Man wird gerade verwundet und findet direkt das Gegenmittel. Natürlich abgefahren, geil. Dürfte es uns aber auch gleich wieder besser gehen. Guck mal, hier haben wir noch was. Toter Zweig. Ja gut, okay. Dafür haben wir leider noch keine weitere Verbindung gefunden. Einprägen ist ja eigentlich nur Markierung setzen, ne? So. Jetzt haben wir schon sogar eine Nacht draußen verbracht, obwohl ich ja eigentlich bei der nächsten Nacht unbedingt am... was haben wir da oben? Unbedingt lernen wollte. Da ist doch auch was. Schade. Okay, aber wir können sowieso hier rüber. So, wo ist denn eigentlich unser Shelter? Ah, toter Ast. Irgendwo da hinten, ne? Da.